Heftiger Schlag gegen die Hamas. Hier fliegt einer der Haupttunnel der Terrororganisation in die Luft. Die extremen Detonationen erstrecken sich über mehrere Häuserzüge. Die Videos, die die israelische Armee veröffentlicht, stufen Bild-Militärexperten als echt und aktuell ein. Sie stammen aus dem Zentrum von Gaza-Stadt. Laut israelischem Militär hat die Hamas dort unter einem belebten Marktplatz ein riesiges Tunnelnetz unterhalten. Dort sollen sich während des Terroranschlags am 7. Oktober auf Israel auch die höchsten Hamas-Funktionäre versteckt haben. Das Tunnelnetzwerk habe Häuser, Büros und Wohnungen der hochrangigen Hamas-Beamten verbunden. Jetzt wird die unterirdische Terrorstadt von der israelischen Armee nach und nach in die Luft gesprengt, um die Organisation und Durchführung von Terroraktionen gegen Israel zu verhindern.